Ja, liebe Feldkirchnerinnen, liebe Feldkirchner, ich darf einmal ganz herzlich Grüß Gott sagen am dritten Tag der verschärften Maßnahmen. Ich möchte mich einmal vorab bei allen bedanken, bei der gesamten Feldkirchner Bevölkerung und bei allen umliegenden Gemeinden natürlich, dass sie wirklich sich so an den gesetzten Maßnahmen, festgesetzten Maßnahmen der Bundesregierung halten und dass wirklich viele, viele Leute zu Hause bleiben, alle, die wirklich nicht raus müssen, mitmachen. Man sieht es auch bei uns an den einzelnen Plätzen in der Stadt. Es ist wirklich wenig los und die Leute halten sich an diese wichtigen Maßnahmen, die gesetzt wurden. Weiters möchte ich mich aber auch bei allen Freiwilligen, bei allen Hilfsorganisationen von Roten Kreuz, über alle, die Dienst machen müssen und um die Versorgung aufrecht erhalten, ganz, ganz herzlich bedanken. Und auch bitten Sie weiterhin durchzuhalten. Nochmals gilt mein ganz besonderer Dank an viele, viele Freiwillige, die sich schon bei uns in der Gemeinde gemeldet haben und wirklich parat stehen, wenn irgendwo was gebraucht wird, wenn vor allem ältere Leute, die ja besonders betroffen sind, die ja wirklich zu Hause bleiben sollen und auch nicht weggehen sollen, wenn gewisse Einkäufe oder Apothekenbesorgungen zu erledigen sind. Wir haben in der Gemeinde schon viele, viele Freiwillige, die da mithelfen wollen. Wählen Sie einfach unsere Nummer 042 76 25 11 0 und unser Bürgerservice wird Sie dementsprechend weiter verbinden und Ihre Anliegen dementsprechend behandeln und es wird Ihnen auch ins Haus geliefert. Auch alle Lebensmittelgeschäfte bei uns helfen mit. Wir haben mit vielen eine Kooperation für Heimzustellung begonnen und das wird auch dementsprechend, wenn notwendig, ausgebaut. Ich bedanke mich bei allen, die dazu stehen und hier mitmachen. Nur so, wenn wir diese gemeinsamen Maßnahmen auch setzen und uns daran halten, können wir wirklich diesen Virus gemeinsam besiegen. Danke an alle und ich rufe bitte weiterhin auf, daran festzuhalten, mitzumachen und halten wir durch. Gemeinsam werden wir es sicher schaffen und es wird auch danach wieder ein schönes Leben weitergehen. Danke und alles Gute. Bleiben Sie gesund.